Situation in Fulham, gehen wir heute in die Liga und der nächste Gegner heißt Southampton Town. Die kennen wir ja schon aus dem Pokal, die haben wir da ja schon geschlagen. So große Sprünge können wir natürlich nicht machen in der Liga. Aber vielleicht können wir mal gucken, ob wir noch was aus der eigenen Jugend hochziehen. So, Scout-Bericht lesen. Haben wir noch mal irgendwas, was da ist? Das sieht nicht so aus. Werden weiter beobachtet. Brauchen wir noch nicht gucken. Gucken wir mal, was da noch so ist an Spielern. Nicht wirklich. Und guck mal, was der gute Herr Mason noch für uns hat. Sieht aber auch nur so lala aus. Ja, nee, ist nichts Bringendes momentan dabei, wo ich sagen kann, den können wir auch mal nicht mit hochziehen. Wir werden eh größtenteils auf Jugendspieler sitzen. So, Patrick ist gesperrt, das ist ganz klar. Das wird auch, der wird auch erstmal fehlen, zumindest in diesem Spiel. Lauten von Beginn an definitiv spielen darf. Und das hinten, wie gesagt, ist der Tabellen 16. Und das heißt wieder ein bisschen rotieren, weil mein Club, mein Kader ein bisschen noch nicht so ganz fit ist mehr. Und deswegen werde ich jetzt sagen, ich mal ein bisschen was probieren. Stokes darf mal rein. Downey spielt heute auch mal von Beginn an. Und Afsenik darf heute für Hunter mal ran. So, ansonsten passt es. Einfach mal ein bisschen durchrotieren, damit wir keine Fitnessprobleme haben. Und ja, passt. So, let's go. Liebe Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. Rolf Fuß und Franco Spahn begleiten Sie ja mit Ton durch dieses Spiel. Und heute zeigen wir Ihnen das Spiel aus der Liga. Könnte ein tolles Spiel werden. Also ich denke auch, das wird klasse. Ein absolutes Spiel. Mit dieser Aufstellung gehen die Football Friends in die Partie. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. Also wenn die auflaufen, dann weißt du, was du bekommst. Das wird ein intensives Spiel bestimmt. Weil sie natürlich immer wieder über das Pressing kommen, weil sie dem Gegner auf den Füßen stehen, weil sie ihm keine Luft zum Atmen geben. So, wie gesagt, ich habe ein bisschen durchrotiert. Kurz so, zwei, drei Positionen. Eine war Pflicht, musste ich sein. Und mein Linksverteidiger muss ich ersetzen. Aber ansonsten sind es einfach nur Rotationen der Fitness wegen, dass ich mit 100% fitten Spielern spiele. Mal gucken wir mal, was unsere junge Truppe so kann. Sind einige Jugendspieler dabei? Und man sieht sich wieder. Na dann, let's go.
Mannschaften sind bereit. Es Ach scheiße, ich hab die Trikots vergessen zu ändern. Ich hätte mal einen Trikot spielen sollen. Der Ball ist weg und jetzt... Warum ist das halt so, wenn sie ein bisschen zu viel? Ja, das war ein bisschen zu. Geht dazwischen. Ja, nach diesem 5:2 in Fulham, dieser kleinen Sensation in einem Carabao Cup, Runde 3, beziehungsweise in der vierten Runde. Und da kommen wir, da gucken wir unser nächster Gegner. Also einfach, das United wird es nicht. Die sind nämlich ausgeschieden bei Tranmere. Ne, bei Fleetwood, Entschuldigung. Und dann ist das ein 1:0 für die Gäste hier. Northampton 1:0. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Trifft den Ball wunderbar. Ist auch technisch klasse. Alles richtig gemacht bei diesem Abschluss. Ja, schon kann man sagen, das ist genau diese Situation, die er vermeiden wollte. Jetzt aber hey, vorher haben wir auch in der letzten gelegen. Und mal gucken. Es ist ja nur ein bisschen Zeit. Sie sind jetzt also in Führung. 1:0. Gutes Timing, gute Grätsche, er holt sich den Ball. So, da müssen wir jetzt also dem Rückstand hinterherlaufen. Das ist nichts Neues für uns, aber. Flanke jetzt. Und das ist das 0:2 nach 9 Minuten. Was ist hier los? Was ist hier los? 0:2. Nochmal das Tor in der Hälfte. Die Flanke kommt rein. Und dann dieser Kopfball. Schön durchgesetzt. Und der ist am Ende nicht zu halten. Der Keeper noch dran, aber kann es nicht verhindern. Und wir laufen im 2-Tore-Rückstand hinterher zum frühen Grün. Nach 9 Minuten. Ist das zu viel mit dem Rotieren gewesen? Wird das so nach einiger Zeit die nächste Niederlage geben? Oder die erste Niederlage geben? Oder können wir nur zurückschlagen? Ui. Ballverlust. Nur zu keiner 14 Minuten. Jetzt kriegen wir schon eine Packung, Jani, von. Boah. Die Wiederholung zeigt es, der Ball springt von. Jeder Schuss auf unseren Kasten ist gerade ein Treffer. Und sie hätten es noch verhindern können, aber so ist es doch. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auf der Höhe verdient. Ach, das ist das Problem mit den roten Trikots. Ich muss ja auf die Hose jetzt gerade achten, aber wie gesagt, wir liegen mit 0:3. Das muss jetzt langsam mal ein kleines Hallo-Wach hier passieren. Nur noch der Tor. Downey. Vielleicht doch noch irgendwie das Tor. Jawohl, 18 Minuten und noch 1:3. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei. Da hat er sich abgesetzt und die plötzlich das Tor, viertes Tor. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Sieht gefährlich aus. Wieder vorbei. Super Parade. Das war sie, die Riesenchance, aber wir sehen's, kein Tor. Ja, das kann dem Trainer nicht schmecken. Sie müssen aufpassen. Downey. Die Football Friends in der Offensive. Das junge Talent mit dem nächsten Anlauf. Sucht natürlich jetzt die Lücke. Tor! Ist es denn zu glauben? Kommen Sie hier doch wieder. Nur noch 2:2. 3.
Was für ein Ding. Schauen Sie sich das an. Druck von ohne Ende. Perfekt. Einfach mal abgezogen und schon passiert das. Passt das wieder. Klasse. Fünf Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Fehlpass da. Smart. Klasse Vorstoß. Da müssen Sie aufpassen. Sie können ja, klären. Der war jetzt ein bisschen zu lang gewesen. Da kam der Verteidiger ran, aber könnte plötzlich hier wieder dieses Spiel ein bisschen offener werden. Ich glaube, bei FIFA 22 habe ich mal zweite Tore schon aufgeholt, damit zum Offenheim. Aber jetzt sieht es wieder ein bisschen mit dem 3 Tore Rückstand. Mal gucken. Ballverlust. Er schießt. Wäre der Keeper da, glaube ich, nicht dran gewesen. Wäre es jetzt das 2-4 gewesen, dann wäre das Ding wieder offen gewesen. Was heißt wieder, dann wäre es wieder ein Stück mehr Arbeit gewesen. Die richtige Entscheidung war, Fahne ist oben. Also ein Tor noch, dann hätten wir es wieder. Jetzt der Steinpass. Das sieht gut aus. Nicht der Ausgleich. Nicht aber da müssen sie mehr ausmachen. Diese Chance haben sie fast verschenkt. Nur noch. Du bist jetzt 2-3 und die nächste Chance auf den Ausgleich. Hier diesen Pass, weg ist der Ball. Das ist zu schnell. Blick wieder. Also der Gegner lässt sich noch nicht schocken. Kriegt man hier noch irgendwie diesen Ausgleich hin? Zumindest vielleicht sogar noch in der ersten Halbzeit. Es sind noch 5 Minuten. Auf außen ist jetzt Platz. Peter. Flagge jetzt. Hab dich. Nachzubauen. Ja, mit Einwurf geben kommt nicht mehr ran an diesen Pass. Ich habe damit gerechnet, dass er den eigentlich rübergekippt hat. Ja, Ball gut geholt, gut weggeblockt. Den Gegner bloß gesagt, nö, du kommst am Ende vorbei. Ja, das ist mal der Ball. Cunningham! Cunningham! Es ist ja nicht so, dass ich schon zu stark bin, aber es ist schon da. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Und dann wird Pause sein. Mit einem Tor Rückstand geht man in die Pause. 3-2 der Pausenstand. Und da dürften alle im Stadion schon mal richtig zufrieden sein. Naja, vielleicht außer den Trainern. In der ersten Hälfte hat er richtig gut gespielt, oder Buschi? Überragender erster Durchgang von ihm. Wir dürfen gespannt sein, wie es hier weitergeht. Mal durch hat man gerade ein bisschen. Vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Ja, man lag noch relativ früh mit 0-3 hinten, aber jetzt liegt man wieder, ein bisschen drin in dieser Partie. Der und jetzt versuchen wir mal, wie die zweite Halbzeit läuft. Die Football Friends liegen zurzeit hinten. Auf Zenik. Die Football Friends greifen über außen an, da wäre Platz. Auf Zenik. Da kommt er gerade noch vor an den Ball und lenkt ihn über das Tor. Die Fans hocken bei der Ecke jetzt auf den Ausgang. Energisch, Ball ist raus. Da zwischen gegangen. Smart. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Die Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Er kann klären. Ah, fast da zwischen gekommen. Die Chance für den Konter. Das könnte was werden. Tja, Abwehr ist wieder da. Das war's mit dem Konter. Da waren sie zu langsam. Wichtiges Tackling hier. Gefährliche Szene.
Ach Mann! Zu leicht wird ich diesen Ball nicht gegeben. Da wäre der Treffer beinahe gefallen. Stark gemacht eigentlich. Latte! Lauten. Zu einfach. Zu einfach, zu hektisch. Staugt jetzt mal ein bisschen Luft. Mit dem Ball. Tolle Szene. Jetzt kommt der Ball. Der Ausgleich. Jetzt wird es spannend. 3-3, 57 schon. Das ist eine richtig interessante Partie. Ball geht präzise ins kurze Eck. Genau da sollte er hin. Und dann bist du natürlich machtlos. Auch wenn es natürlich die Torwart ist. An so einem Spiel haben wir ganz viel Freude. Also, 3-3, jetzt brauchen wir doch noch einen in die Mischung. Defensiv ist da von beiden nicht viel dabei heute. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Könnte die Führung werden. Da geht guter Ball, gut dazwischen gegangen. So. Und jetzt sind ja, hier vielleicht mal Downey, der hat schon zwei Tore gemacht, wie du sagst, heute ja sein die erstes. Football-Friends auf außen, der Platz wäre jetzt vielleicht da. Die Downey! Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt den richtigen. Bei dieser Ecke haben die Fans jetzt noch nicht gut. Da ist der Ball erst mal raus. Ah, ärgerlich, Ballverlust. Beim Ballbesitz ist es ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Beim Spielstand natürlich auch. Offensivfreudig. Beide Trainer lassen nach vorne spielen. Da wäre der Platz, um zu flanken. Jetzt mal. Ballverlust. Da in der Vorwärtsbewegung. Jetzt ist es gefährlich. Ich glaube fast, da war zu viel Power in diesem Schuss. Ich ganz genau, so der Ball geht drüber und das wird ihn ärgern. Wir gehen kurz rüber ins Studio, denn auf einem anderen Platz hat es Elfmeter gegeben. Es gab Elfmeter für die Gäste und sie haben das Tor gemacht. Es sah alles so aus, als würde er nach links schießen, aber dann schoss er im letzten Moment doch noch nichts. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind hier 70 Minuten. Vielen Dank für diese Infos. Ballverlust. Ich werde wechseln, bevor es irgendwie zu spät ist, dass ich da irgendwie sagen kann. Ich muss meine komplette Offensive jetzt gerade reinwerfen, damit ich da jetzt irgendwie noch was reißen kann. Da verlieren sie den Ball. Ja, diese drei Tore am Anfang des Spiels. Rose. Gut durchgesetzt, gefährlich. Tolle Chance, aber kein Tor. Da fehlt dann so ein bisschen auch das Glück. So, jetzt wechsle ich dreimal durch, damit ich die volle Kapelle drin habe. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Da ist die Chance. Ja, abseits. Abseits. Absolut klare Entscheidung. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Ach, schon wieder, das war doch kein Abseits. Da geht die Fahne hoch, also, ach, das will ich mir gerne eine Wiederholung nochmal. Das würde ich mir auch gerne erinnern, weil das war nämlich für mich kein Abseits. Hut! Oh, da ist er durch. Gefährlich, immer noch. Tor, und jetzt liegen sie es zählt, es zählt. 34 gedreht. Ist es wirklich zu fassen? Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann haben sie das 2 gegen 1. Und da bist du als Torhüter. Ja, das hätte auch Abseits sein können. Ich hätte mir auch schon gedacht, jetzt ein 5. Platz ist Abseits. Aber nach Ball und nach... Das erlebt man auch nicht alle Tage.
Jetzt. Er holt sich den Ball. Ja. Der Angriff könnte und holt werden. Vielleicht jetzt am Ende noch mal mit der Entscheidung. 5 zu 3 Ende. Das ist Wahnsinn. Sie treffen direkt nochmal. Und jetzt müssen Sie hier aufpassen, dass Ihnen das Spiel nicht komplett entgleitet. Für den Moment sind Sie jedenfalls geschockt. Eine torreiche Partie. 5-3. Unglaublich. Gut dazwischen gegangen. McGovern. Solange ich da so ein bisschen offensiver dran gehe, können sie nämlich nicht viel machen. Kollegen bieten sich an. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Die Chance jetzt vielleicht zum Kommen. Ah, da pfeift er. Da gibt er mir den. Viel Übersicht bei diesem Pass. Kein Abseits. Kein Abseits. Da ist die Chance. Sie machen das Tor. 6-3, Ende. Nach 0-3 Rückstand holen wir uns diese drei Punkte hier. Wir sehen nochmal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz. Das ist der Schlusspfiff in dieser Partie. Holt sich hier am Ende also den Sieg in der Liga. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Ah, weil ich ehrlich bin, ich hatte da tatsächlich so ein bisschen. Du wirst ja meine Bedenken. Also nach dem 0-3 habe ich gedacht, nicht, dass das nach heute zum ersten Mal wieder schief geht, aber wir konnten tatsächlich dann irgendwie noch holen. So, liebe Leute, damit war es das für uns heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play FIFA 22 und dann geht's auch weiter.